Bayonetta. Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Bayonetta und wir schauen uns mal das 9. Kapitel, das Tor zur Hölle an. Vorher allerdings mal Charakter einstellen. Ich kann das Kostüm wechseln. Oh, und ich habe hier Star Foxy, habe ich schon. Oh, sehr schön. Das hebe ich mir allerdings auf, das wird mein Highlight für den letzten Part. Da werde ich sogar extra vielleicht gucke ich da vorsichtshalber mal, was der letzte Part sein wird. Und ansonsten habe ich hier die Umbra-Gekka noch. Und ich würde sagen, wir kämpfen einfach mal, jetzt wo wir in der Hölle sind, kämpfen wir mit Rot oder mit Blau? Ja, wir kämpfen einfach mal mit dem roten Umbra-Gekka-Kostüm im 9. Kapitel. Und starten das auch direkt. Ich bin ein wenig verwirrt, dass es Tor zur Hölle heißt. Ich dachte eigentlich, wir wären jetzt schon in der Hölle, aber das sehen wir gleich, wenn wir uns hier in diesem sexy Outfit durch die Hölle kämpfen. Oder auch noch nicht durch die Hölle, weil wir sind immer noch tatsächlich nicht in der Hölle, sondern immer noch irgendwie hier vor dem Tor. Und wir aktivieren einfach mal als allererstes das Ding hier. Und mit ein wenig Pole Dance tanzen wir uns durch die Zeit? Nee, keine Ahnung. Vielleicht auch gar nicht durch die Zeit, sondern einfach durch den Raum. Und ich finde, die Schmetterlingsflügel passen zu dem Kostüm jetzt noch viel besser. Oder? Ich würde ja schon sagen. Aber gut. Wie dem auch sei, wir sind ja hier nicht auf einer Modenschau. Wir sind ja hier, um Dämonen und Engel zu schnetzeln. Und ich gehe mal stark davon aus, dass es hier auch gleich damit weitergeht. Zumindest sieht das doch schon mal nach einem fetten Dämon aus. Ich weiß nicht, ob es ein schwieriger Dämon sein wird, aber der Vollstrecker klingt auch schon mal nicht allzu einfach. Nichtsdestotrotz ist es ein fetter Dämon. Wow, irgendwas hat mich hier festgehalten. Und vielleicht sollte ich mich tatsächlich zuerst um den da hinten kümmern. Ich habe nämlich das Gefühl, dass er nichts macht, ist verdächtiger, als wenn er tatsächlich mich direkt angreifen würde. Ich traue dem Ganzen nicht so. So, auf jeden Fall ist es jetzt erledigt. Na, Silber. Silber ist okay. Kann ich mit leben. So, sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwo ein direkt verstecktes Geheimnis. Da hinten allerdings ist eine phasenverschobene Kiste. Sage ich jetzt einfach mal. So, wo sind die denn überall? Einmal rundherum. Und ich habe nur 20 Sekunden. Nur das wird doch schon herausfordernder. Und ich habe irgendwo habe ich eine... Oh Gott, ich komme hier nicht zurecht. Wo sind die denn alle? Da ist eins. Und das letzte war doch da irgendwo in der Luft. Puh, das war aber... wörtlich in der letzten Sekunde. Phew. Das war knapp. Und wir schnappen uns die Umbra-Krähe noch dazu. Mal abgesehen davon, dass ich schon einen Eingang nach Muspelsheim entdeckt habe. Aber zuerst mal hoffen, dass sich hier der Inhalt des Schreines lohnt. Ja gut, eine zerbrochene Mondperle, die nehme ich.
So, was habe ich denn hier? Ein roter Mega-Rosen-Lutscher, ein blutroter Mega-Rosen-Lutscher, keine Ahnung. Und so, hier hinten ist ja nichts, ne? Da komme ich, okay, da komme ich nicht mal so richtig hin. Dann gehe ich einfach mal nur nach Muspelheim. Wo war Muspelheim denn? War das nicht auch hier? Ich bin verwirrt. Wo ist Muspelheim hin? Da ist Muspelheim. Und unsere Herausforderung lautet: Besiege Gegner, um Zeit zu gewinnen. Besiegst du Gegner, wird der Timer teilweise aufgefüllt. Gut, alles klar. Also einfach nur schnellstmöglich Gegner besiegen. Herausforderung angenommen. Okay, Herausforderung gescheitert. Jetzt schon. Dafür werde ich viel zu oft getroffen. Oh, diese Schießgegner. Ich hasse diese blöden Schießgegner. Die gehen mir echt saumäßig auf den Sack. Die gehen mir sowas von auf den Sack. Jetzt mach's mir hier nicht schwerer, als es sein muss. So, das hier wird knapper, als ich gehofft habe. Zumal der Folterangriff nicht reicht. Ah, der Folterangriff hat zu lange gedauert. So ein Mist. Problem ist auch, dass sich in der Hexenzeit das Ding hier nicht wirklich verlangsamt, also mein Timer nicht. Das heißt, es wäre definitiv extrem praktisch, wenn ich hier zumindest den einen Gegner mal noch erledigen könnte, bevor der Timer abläuft. Was? Und da kommt noch einer und ich habe schon wieder den Folterangriff genommen, ich Idiot. Oh, den da kriege ich doch nie in 5 Sekunden noch hin. Oh, wie soll ich das denn schaffen? Leck mich am... Wow. So, also was ich gelernt habe, dieser Vollstrecker schützt die anderen Gegner. Das heißt, es ist extrem lohnenswert, sich zuerst um ihn hier zu kümmern. Es wäre natürlich praktisch, nicht von den anderen hier ständig genervt zu werden. Diese Kombination von Gegnern, ja? Das ist so eine verdammt schlimme Kombination. Zumal dieser dicke Gegner hier die anderen Gegner zu schützen scheint, wenn ich mich nicht um den zuerst kümmere. Deswegen sehr praktisch, dass der jetzt schon mal erledigt ist. Genauso praktisch wäre es übrigens auch, wenn ich mich hier nicht einmal quer über das ganze Level bewegen müsste, wenn ich hier einmal von den Viechern hier getroffen werde.
wie soll ich das denn... Mal ohne Witz. Wie soll ich das denn schaffen? Die Mission wäre ja schon schwer, wenn dieser letzte, vierte Gegner... Ich hoffe mal, das ist der letzte. Wenn der nicht noch auftauchen würde. Aber mit dem... Mit dieser Mission... Glaube ich echt... Also... Ich bin nicht gut genug dafür. Das kann ich euch gleich sagen. Oh, das hier kann ich doch schon wieder vergessen! Diese Mission wäre ja schon schwer genug, wenn dieser fuckletzte Gegner da nicht auftauchen würde. Und das ist dann auch noch so ein dicker. Als wenn ich nicht genug zu tun hätte. Mit den drei hier. Da muss ich eventuell hier mal ein wenig Rundum-Angriffe starten. Wobei das trotzdem noch nicht reicht, um den letzten hier zu besiegen. Es geht... Nee, sorry. Sorry, das... Nee. Es geht nicht. Mit Rundum-Angriff und Umbrian Climax... Sorry, aber das geht nicht. Nope. Keine Chance. Keine Ahnung, wie ich das hätte schaffen sollen. Ja, ich meine, ich habe schon mehrere Gegner gleichzeitig angegriffen. Ich habe einen Umbrian Climax benutzt und war trotzdem nicht schnell genug. Das, sorry, aber kein Plan. Selbst wenn es möglich ist, und ich meine, das muss ja möglich sein, ich habe keinen Plan, wie... Hätte sich die Zeit verlangsamt, wenn ich den Climax eingesetzt hätte, den Umbrian Climax. Dann hätte ich das ja noch verstanden, aber das bringt ja alles. Das hat ja alles gar nichts gebracht. Dieser Gegner geht mir mit seinem Schild hier übrigens auch schon tierisch auf den Keks. Deshalb bin ich ganz froh, dass ich den jetzt auch besiegt habe. Da ist das dicke Ding hier mir ja um einiges lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. So, nehmen wir die Waffe auf. Nö, das tun wir nicht. Stattdessen laufen wir direkt weiter durch das Portal. Huh, und springen hier fast in den Abgrund. Na, kommst du wohl her? Nee, okay, kommt sie nicht.
Na gut, was soll's. Weiter im Text. Mit den nächsten Gegnern, in dem Fall wieder ein paar Dämonen, die sich mit uns anlegen wollen. Und hey, eine Platin-Medaille. Das ist was Neues. Also was relativ Neues. Und wir dürfen noch einmal gegen den Golem antreten. Betonung auf wir dürfen. Ich habe ein Déjà-vu. Warum kommt mir das alles hier so... Ich habe das Gefühl, ich habe das alles gerade schon mal gespielt, oder? Wenn ich es nicht besser wüsste. Diese Form ist die schlimmste. Meiner Meinung nach zumindest. Die anderen Formen, die waren jetzt alle nicht so übel. Aber die Form, die finde ich echt nicht schön. Deshalb wird es Zeit, dass wir ihn hier jetzt ausschalten. Diesmal wenigstens mit dem Höhepunkt. Hatten wir den das letzte Mal auch? Ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatten wir nicht den Höhepunkt. Den kenne ich schon aus dem ersten Teil, der ist wahrscheinlich sehr lustig. Er spielt nämlich hier ein wenig Volleyball, also mein Haardämon spielt ein wenig Volleyball. Oh, und diesmal hat er nicht daneben geschlagen, er hat geübt. Das dritte Paar Arme hat geübt. Und das hat diesmal definitiv gereicht, also jetzt dürften wir das Tor ja wohl aktiviert haben. Mit einem schönen Schmetterball das Tor zur Hölle aktiviert. I can't focus on what I need to do here if I have to worry about you off on your own. Come now, love. I'll take you to Thimblewinter after we finish my business. Yeah, great plan, love. You can't be on your own, so let's go into the depths of hell. Go save your friend. I'm out of here. I said no. You again? Listen, mate. One, the mask is shit, okay? And two, get out of my way. Your sins must be punished, Loki. What? Who are you?
you pretend to forget me. Yet even if your memory may now be lost, the remembrances of time exist forever. Am I wrong, Lumen Sage? I'm the one you've been trying to kill this whole time? Umbra Witch. I am who you shall face. You will return what is rightfully mine. What I should never have lost. The Eye. The Eye? Child or not, you will see no mercy, Sovereign One. The sins you have forgotten are timeless. Now, remember them as you stare upon my face! Sorry, mate. Nothing comes to mind. But now that I know that mouth of yours works, maybe you could jog my memory a bit. Na, verdammt, ich hätte so gern das Gesicht gesehen. Weil ich glaube, es ist nicht so einfach zu sagen, dass der Lumenweise, gegen den wir die ganze Zeit gekämpft haben, der Lumenweise ist, den wir kennen. Auf der anderen Seite wurde er hier jetzt als Prophet betitelt. Von daher ist er ja vielleicht doch... Also irgendwie sind die beiden komisch. Ich bin mir momentan gar nicht mehr so sicher, welcher von beiden jetzt der Lumenweise ist, den wir am Ende von Bayonetta 1 besiegt haben. Ich meine, auf der einen Seite sagt er hier, das Auge würde ihm gehören. Auf der anderen Seite hat der Lumenweise eben noch das Auge, das er nun mal hat. Also, es ist irgendwie nicht ganz so klar, wie ich am Anfang dachte. Zumindest haben sie mich erfolgreich verwirrt. Ansonsten ist dieser Kampf hier wohl langwierig, aber bei weitem nicht so schwierig wie die Kämpfe gegen den Lumenweisen. Auf der anderen Seite würde es mich wundern, wenn hier nicht auch noch eine zweite Phase zumindest kommt. Und da haben wir sie doch schon, schätze ich. What? Haut der hier mit einem Haus auf uns drauf? Ich glaube, es bonert. Na, so ja wohl nicht, Junge. Das glaubst aber auch nur du. Ah. Boah, das hier war aber auch haarscharf. Und nein, das soll kein versteckter Wortwitz sein. Ah. Wenn man vom Heilen abgelenkt ist, eine gute Medaille kann ich auf jeden Fall vergessen bei dem Kampf hier. Aber gut, darum geht es mir ja auch relativ wenig. Stattdessen nutze ich einfach mal den Umbra-Klimax, um hier den Kampf zu Ende zu bringen. Und ich finde es ganz schade, dass wir hier nicht mit einem Höhepunkt beenden. Das ist eigentlich ganz schade immer. Das ist immer schade. Ich möchte, dass Bayonetta so oft wie möglich zu ihrem Höhepunkt kommt. Einfach weil es cool aussieht.
Is that the limit of your power? Did you never open your eyes to your true potential? You are no left eye, but you may still forfeit it like a lady. No lady would ever hand anything to a man who chases after little boys. Then well. If you will not listen, then you will see. See a power beyond time. What is the meaning of this? You said this was to stop the Witch's Rebellion. The Oka Empire, Amicus Vespubileus, Eolo Force. Paus, Evanda, Tiso, Evan, Tiso, Ona de Quast, Ona de Pansislas, Ona de Tiantate, Ipsie, Olora. Enough of your empty words! Balder, this war is not your doing. No. It is not. I was deceived. Deceived by the light. Rosa, I'm so sorry. Please, please be still. I will save you. The eyes shall remain in... Balder! Rosa! What have you done? Rosa... Rosa... Stay with me now. It's been 20 years since I last saw you. But I kept it safe all this time. The present you gave me. The symbol of our love. Your face will be the last thing I see. Thank you. Rosa, Rosa, please! Don't speak. I will save you. It's still not too late. Balder, take care of Cereza. Watch over her. See to it no harm comes to her. When the time comes, our dear sweet child will be the one to awaken and inherit the eyes of... Rosa. Rosa. No! Rosa! Rosa! So, hier hatten wir also Rosa, Bayonettas Mutter und Balder, der Lumenweise, den wir im letzten Teil besiegt haben. Scheinbar er hier. You possess the left eye, do you not? You are an overseer. See the truth. See with the left eye of darkness. Let's go!
That was unexpected. But no bother. The return of the eyes is simply a matter of time. Gut. Alles klar. Also wir haben bei Rosa Bayonettas Mutter kennengelernt. Wir wissen nun ziemlich sicher, dass Balder Bayonettas Vater der Blumenweise, den wir im letzten Versuch, im letzten Teil scheinbar getötet haben. Scheinbar. Wir haben ja am Anfang hier schon gesehen, dass er wohl noch lebt. Und auch dieser Blumenweise von heute zu sein scheint. Ziemlich viel einzustecken, deswegen beenden wir hier erstmal diesen Part und das 9. Kapitel damit auch. Und werden uns das nächste Mal tatsächlich in Kapitel 10 in der Hölle befinden. Genau, die Untiefen der Hölle. Dann gucken wir mal, dass wir im nächsten oder im übernächsten Part Jeanne retten und uns dann um diesen Propheten kümmern. Bis dahin sehen wir uns im nächsten Part wieder.